Und wir sind live. Hallo, hallo, Freunde der Sonne. Ich freue mich sehr. Heute habe ich zu Gast Manfred Stockmann, der uns ja alles über die fabelhafte Welt der Führungskräfteentwicklung erzählen wird. Und dann natürlich noch on top, was er denn sonst so gemacht hat, weil er hatte ein bewegendes Leben. Ja? Also der absolute Wahnsinn. Aber jetzt, Manfred, leg los. Stell dich kurz vor. Hallo Emily, hallo liebe Zuseher da draußen in der weiten Welt. Ja, was soll ich zu mir sagen? Emily hat es angesprochen, irgendwo steht es wahrscheinlich auch in der Verlinkung. Bewegtes Leben, ich bin halt einfach neugierig. Und es begann kurz nach meiner Geburt letztendlich schon. Und da möchte ich euch gar nicht zu lange langweilen, aber ich fing mit 6 Jahren an mit Kampfsport. Und da kam ich schon mit Meditation in Berührung, weil das war immer der Vorteil, bevor wir uns gegenseitig in die Weichteile und sonstigen Teile getreten haben, ging es erstmal darum, den Geist zu setzen. Mhm. Und da bin ich heute oder vor vielen Jahren wieder angekommen. Dazwischen gab es mal einen Break. Aber was habe ich ansonsten so gemacht? Also ich habe der wesentliche Teil nach der Schule war die Bundeswehr, eine Offizierslaufbahn. Dabei war eben der Einzelkämpfer, dabei war der Fallschirmspringer damit dabei. Nicht, weil ich in der Truppengattung war, sondern weil mein Kommandeur sagte, meine Offiziersanwärter machen das. Mhm. Und so kam ich dazu. Nach der Bundeswehr habe ich angefangen. Damals hat Anderson Consulting gerade sein Deutschlandgeschäft aufgebaut. Die suchten Leute mit IT-Know-how und Führungserfahrung. Und ich hatte Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik studiert. Mhm. Also bestens dabei. Da habe ich festgestellt, wie große Beratungsunternehmen ticken, funktionieren. Dann bin ich von dort irgendwann in die Finanzwelt geraten, von einem Projekt aus, dort bei einer der großen deutschen Banken gelandet, war aber nie im Finanzwesen in dem Sinn, sondern habe erst IT-Projekte gemacht, dann Organisationsthemen und dann Strategierahmen gebaut, dabei aber auch mit dabei gewesen, die ersten Callcenter, Servicecenter in der deutschen Bankenlandschaft mit aufzubauen. Mhm. So, aber ansonsten war immer sehr viel Organisation, sehr viel Veränderung, sehr viel Weiterentwicklung. Mhm. In meinem Leben, also Routinen waren es, Routinen im Tagesgeschäft brauche ich so gar nicht so viele. Mhm. Verlasse ich ganz gerne wieder und schaue wieder, wo es neu kribbelt. Und ja, und vor rund 20 Jahren habe ich mich dann selbstständig gemacht. Da war es dann der Zeitpunkt, wo der Spaß im Angestelltenverhältnis wirklich aufgehört hat. Mhm. Wo ich gemerkt habe, jetzt wird stressig, ich kann nicht mehr spielen. Also ich hatte immer sehr viele Freiräume, sowohl bei der Bundeswehr, was da möglich war, mich auszuprobieren, als auch danach. Ich durfte viel machen. Mhm. Bei der großen Bandbreite. Die haben immer festgestellt, wenn es was Neues gibt, schickt den Stockmann dahin, der kann sich wahnsinnig schnell einarbeiten, der findet immer die richtigen Leute, um das Thema nach vorne zu bringen und irgendwie hat er immer eine gute Stimmung im Team. Sehr gut, ja. So, und ja, und aus dem Ganzen heraus, weil ich da auch schon im Angestelltenverhältnis eines der Projekte war, Personalentwicklung, also mit der Personalabteilung, mit dem Personalleiter damals zusammen, war ein guter Sparringspartner oder ich für ihn wahrscheinlich mehr. Mhm. Und wir haben sehr viele Führungskonzepte aufgesetzt. Viele von denen, die ich heute garantiert so nicht mehr machen würde, aber damals war es irgendwie so State of the Art und sie gibt sie heute immer noch massenweise in dem Teil. Ja, und in der Selbstständigkeit bin ich dann über den Weg erstmal Organisationsentwicklung, dabei wieder Personal- und Führungskräfteentwicklung parallel, das waren immer diese Teile, weil du kannst keine Organisation nach vorne bringen, wenn nicht die Führungskräfte auch sich mitentwickeln. So, und wenn die Führungskräfte sich mitentwickeln, dann kommt auch der Rest nach. Und manchmal haben wir damals schon so Ansätze gehabt, aber wirklich nur ganz kleine Ansätze, von denen, was man heute so in dieser New Work-Bewegung als Graswurzelbewegung sieht. Also wir haben immer gesucht, wo finden wir Mitarbeiter, die sich für ein Thema begeistern, die mit reingenommen und versucht, die als Multiplikatoren einzusetzen, die dann praktisch von den Vorteilen der neuen Systeme, Veränderungen, Landschaften, was auch immer, Kollegen berichten. So, das war so der Teil.
Ja, und immer mehr dazu kam, was ich dann, ich sagte ja, Meditation wiederentdeckt vor gut 15 Jahren. Und da habe ich dann aber festgestellt, es gibt sehr viele verschiedene Arten. Es gibt so Entspannungsmeditationen, die fand ich überhaupt nicht lustig, weil ich hatte danach, war zwar tierisch entspannt, aber ich hatte überhaupt keine Energie, um was zu tun. Okay, das ist blöd, ja. Und das ist, du bist wie ein Fluffy oder Flummi so, und nichts greift mehr und irgendwo fehlt die natürliche Körperspannung, die du brauchst, um Dinge in Bewegung zu setzen. Naja, und mit den ganzen Teilen gab es ein Projekt, das kam auf mich zu durch einen ehemaligen Mitarbeiter, der auch wieder in die großen Unternehmensberatungen gegangen ist. Mhm. Und die hatten einen chinesischen Kunden. Und der wollte damals seine Deutschlandzentrale hier aufbauen. Mhm. Er hat dann gesagt, ja, aber nach der daoistischen Philosophie der fünf Elemente. Mhm. Und jetzt kannst du dir vielleicht, weiß nicht, die Zuschauer vorstellen, wenn du ein amerikanisch geprägtes Beratungshaus hast, das hat eine ganz klare Vorgehensweise, wie man Projekte managt. Ja. Und wie solche Themen gefahren werden. Die haben Fahrpläne und Checklisten und alles. Und dann kommt da ein Auftraggeber und kommt auf einmal daher und sagt, daoistische Philosophie, fünf Elemente. Daneben und haben gesagt, keine Ahnung. Und da kam eben mein ehemaliger Mitarbeiter. Ich habe einen Chef gehabt und ich weiß mittlerweile, der bewegt sich auch wieder in diesen alten fernöstlichen Philosophien. Vielleicht hat er ja eine Ahnung. Naja, okay. und so fing ich dann an, auf einmal die praktisch, also ich war dann so im Hintergrund Teil des Teams und habe dann versucht, das zu übersetzen, was der Auftraggeber brauchte und wie das in das System, mit dem die arbeiten, irgendwie zu übersetzen war. Also ich war da so die Schnittstelle oder die Verbindungsstelle eher gesagt, weil die Schnittstelle tut ja da weh. Ja. Also, da hätte ich nur eine kurze Zwischenfrage. Kannst du vielleicht darauf eingehen, weil ich das super interessant finde, was da die genauen Unterschiede sind zwischen dem amerikanischen und dem daoistischen? Ich glaube, das war so richtig. Genau. Dass man da ein Gefühl dafür bekommt. Ja? Also das amerikanische System ist ein straightforward und das hat immer eine ganz klare 1:1 Beziehung und wenn wir das machen, passiert das und wenn dieses passiert. Also die konstruieren ein System. Und das daoistische System ist ein ganzheitliches, das die Energien wahrnimmt. Die fünf Elemente im Daoistischen sind das Wasser als der Ursprung, dann das Holz, das vom Wasser genährt wird und wächst, dann das Feuer, das wieder das Holz transformiert in Wärme, in Energien, das Ganze dann ins Erdreich kommt und im Erdreich gibt es dann das Metall. Und jede dieser fünf Elemente ist jetzt nicht wie in der deutschen oder in der europäischen Philosophie mit den vier Elementen. Das hat jetzt nicht eine ganz bestimmte Eigenschaft, sondern kommt darauf an, wie sie im Zyklus laufen. Es gibt im Uhrzeigersinn den nährenden Zyklus. Es geht, wenn du über die Elemente gegen den Uhrzeigersinn fährst, den verzehrenden Zyklus. Und dann gibt es dabei noch die Abkürzungen, dass du nicht die fünf Elemente der Reihenfolge nach bedienst, sondern im Prinzip immer eines überspringst und dadurch eine neue Dynamik bekommst. Und auch wieder im und gegen den Uhrzeigersinn. Okay. So. Und damit bekommt jedes Element immer eine andere Qualität. Also ein schönes Beispiel für zum Beispiel der Berliner Flughafenbau. Ja. Der Berliner Flughafenbau hat ganz wenig Wasser drin gehabt. Der hat im Feuer nur verzehrende Energien gehabt, aber er hat einen riesen Block von Metall gehabt, also von wir verschieben, wir verdrängen, wir ignorieren und wir bewahren. Und darum konnte dieses Projekt nie was vorwärts gehen. Also wenn du aus der daoistischen Philosophie auf ein Projekt schaust und ein bisschen schaust, wie die Zusammenarbeit, wie Kommunikation fließt, wie Prozesse fließen, dann merkst du sehr schnell, ob das erfolgreich werden kann oder nicht.
Wow, amazing. Du merkst einfach, wo die Energien sind. Und ja, und dessen das Auftraggebers Philosophie, das war auch sein Unternehmen, wurde sehr stark daraus geführt. Also Projekte, Vorhaben wurden sehr klar daraufhin untersucht, ob alle Bausteine, ob alle Energien, ob alle Elemente in einem nährenden, in einem sich aufbauenden und positiv produktiven Zyklus sind oder ob Sachen eher gerade kontraproduktiv laufen. Wir kommen aus der Verstandeswelt schon auch manchmal auf diese Sachen, aber wir ignorieren viel, weil da sind Personen, die sind gesetzt und das ist so und das ist so und dann gibt es irgendwo politischen Interessen. Und politische Interessen ist immer Metall und Metall ist immer, wenn es zu viel ist, einfach ein Klotz am Bein und stört. Und das kommt ja, okay. Wow, ich habe das noch nie so betrachtet. Das ist ja, ich finde dafür keine Worte, ja. Aber ich glaube, wenn ich jetzt Projekte umsetze, möchte ich das auch irgendwie anwenden können. Hast du da vielleicht irgendwie ein greifbares Beispiel, dass man sich vorstellen kann, so identifiziert man quasi diese Elemente in einem Projekt, damit man weiß, ob das funktioniert und nicht funktioniert? Ja, also das heißt, das einmal ist es, welche Personen spielen eine Rolle? Okay. Und welche Qualitäten bringen diese Personen mit? Und da geht es jetzt nicht um die fachlichen, sondern zum Beispiel auch, mit welcher Haltung gehen diese Menschen in das Projekt? Sind sie dahin abgestellt? Sind sie dahin gezwungen worden? Gibt es eine intrinsische Motivation? Also es ist jetzt nicht so weit weg von unserer Betrachtung, letztendlich, wo ich auch feststelle, kann das gut gehen oder kann es nicht gut gehen? Dann, wie ist dieses Projekt konstruiert? Hat es ein Ergebnis oder hat es nur ein Ziel? Jetzt sagt sich der eine oder andere wieder, ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen Ziel und Ergebnis? Ja, also ein Ergebnis kannst du so ein bisschen sehen wie eine Art Vision. Ich habe eine Vorstellung, was sein soll, wenn ich den Weg gegangen bin. Ja. Und zwar eine ganzheitliche, die ich wiederum mit allen Sinnen wahrnehmen kann. Ich merke auf einmal, wenn ich irgendwo hin möchte, nehmen wir mal ein Beispiel. VW als großer Konzern vor einigen Jahren hatte ein Ziel. Und das war, wir wollen der größte Autobauer der Welt sein. Die Nummer eins. Okay. So, und du hattest ja die Jelik hieß sie, glaube ich, und die Irina auch schon hier. Und da ging es mal um das Thema Purpose, Sinn. Und jetzt fragt sich jeder, ja, was habe ich davon, wenn ich der größte Autobauer bin, außer ich bin irgendwie da oben so Macht. Okay, und jetzt kommen wir zum Ergebnis. Aber was ist der Mehrwert? Also was gebe ich, wenn ich das erreicht habe, nur damit es da ist? Vertriebsziele sind zum Beispiel auch immer so etwas, das genauso konstruiert ist. Das heißt, bestimmte Zahlen. Ja, aber was habe ich davon? Ah, da gibt es eine Provision. Aber Geld ist irgendwann mal... Ja. Es ist irgendwann mal zu Ende mit dem Motivationscharakter. Wenn ich aber jetzt das Ergebnis habe, wenn ich der größte Autobauer der Welt bin, dann habe ich die Möglichkeit, also das wäre jetzt eine Philosophie, die ich dahinter interpretieren könnte, die aber VW, glaube ich, oder die damaligen Leitung nie gehabt hat. Wenn ich der größte Automobilbauer bin, dann hätte ich die Chance, an die besten Ressourcen zu kommen, von Personal, im Zukauf. Ich könnte die besten Entwicklungen machen und mit den besten Entwicklungen könnte ich Mobilität völlig neu definieren. Ich könnte der Gesellschaft etwas geben, dass Mobilität umweltverträglich ist, dass sie klimaneutral ist und was auch immer. Also das sind jetzt so Themen und das ist ein Ergebnis. Und wenn ich so ein Ergebnis formuliere, dann merke ich, dass ich die Leute mitziehen kann. Und ich habe häufig erlebt, dass Projekte, Vorhaben eine hundertprozentige Zielerreichung hatten, allerdings bei absoluter Ergebnisverfehlung. Okay. Alles klar. Und den Satz darf man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich möchte jetzt nicht zu politisch werden, aber wenn ich zum Beispiel, da war ich damals sehr stark durch die Verbandsarbeit involviert, da ging es um das Thema Mindestlohn. Ja.
und man hat ein Ziel gehabt, den Mindestlohn zu setzen. Man hatte aber keine Vorstellung, wie eine, wenn ich als Ziel, als Ergebnis gehabt hätte, ich möchte eine gerechte Arbeitswelt schaffen, dann hätte man ganz anders vorgehen müssen. Wenn ich aber jetzt ein Ziel habe, ein Gesetz umzusetzen, dann habe ich den Gesamtzusammenhang nicht. Ja, ja. Und das hat sich dann praktisch gezeigt, dass man, dass etliche, die so in diesem Aufstockungsraster gewesen sind, die sind auf einmal aus der Aufstockung gefallen, weil sie durch den Mindestlohn gerade mal 10 Cent, 20 Cent drüber waren. Und jetzt haben sie am Schluss weniger auf dem Konto ausgezahlt bekommen, weil das Gesamtsystem einfach nicht stimmig war. Also ja. Das sind dann mal so ein Beispiel, dass eben an verschiedenen Stellen in Unternehmen, wenn die nur auf Zahlen gehen, wenn sie nur auf Effizienz gehen, wenn sie nur auf Produktivität gehen und da Kennzahlen getrieben sind, aber keinen größeren Gesamtzusammenhang sehen, den sie erreichen wollen, ja, dann werden sie meistens zwar Ziele erreichen, aber sie werden sich wundern, warum die Energie fürs Vorwärtslaufen, fürs noch einen Schritt mehr geben und von den Mitarbeitern sich zu engagieren, einfach fehlt. Ja. Und das ist eben auch in diesen 5 Elementen mit drin. Habe ich genügend Input von unten, der das Wasser das Ganze speist? Habe ich das Potenzial, in Holz Wachstum zu erzeugen? Habe ich genügend Feuer und Energie, intrinsische und extrinsische Motivation? Wie sind die miteinander gestellt, dass das System auch entsprechende Energie und Power entwickeln kann? Was gebe ich wieder zurück in die Erde? Was kommt als Ergebnis praktisch raus? Und was darf sich dann setzen und auch ein Fundament bilden? So, das kann man jetzt zum Beispiel so in diesem Raster mal ganz laienhaft einfach. Ja, aber es war schon sehr gut beschrieben. Also für mich ist es auf jeden Fall jetzt um einiges greifbarer und ja, ich bin beeindruckt. Ich war wirklich beeindruckt, ja, und ich würde das am liebsten eben für mich auch umsetzen. Frage ist natürlich immer wie, aber richtig, richtig gut, ja. Generell, meine nächste Frage wäre ja, ja, du hast dich ja aber spezialisiert eben auch eben auf die Führungskräfteentwicklung. Und da möchte ich auch natürlich noch einmal eingehen, wie du das machst, für wen du das machst. Also das interessiert mich auch sehr. Ja, und auch vielleicht, warum du das machst. Fangen wir doch mal bei dem Warum an. Man soll ja immer bei dem Why starten, laut Simon Sinek und in seinem Golden Circle. Ja, was letztendlich das, was ich selbst erlebt und erfahren habe. Ab in meiner Führungslaufbahn und jetzt glaube ich, kann man durchaus sagen, also so im deutschsprachigen Raum, europäischen Raum, die Führungsakademie der Bundeswehr hat wahrscheinlich, zumindest vom theoretischen Aufbau und auch was viel umgesetzt wird, eines der besten Personalentwicklungssysteme, die es gibt. Okay. Das ist eines der durchdachtesten, weil du wirklich in sehr vielen Facetten weitergebildet wirst. Du lernst dich kennen, liegt einfach darin, dass du halt dort viel häufiger auch mal an deine körperlichen Grenzen geführt wirst. Einfach durch das Arbeitsumfeld. Also wenn du jetzt nicht gerade in der Logistik der Luftwaffe bist, die haben dann eher so den Hängematten-Job. Naja, aber in dem Moment, wo du in einer aktiven Kampfeinheit bist oder dort, wo es halt mal rumst und scheppern sollte, kriegst du eine ganz andere Ausbildung mit. Und da habe ich unheimlich viel mitgenommen, was ich dann zum Teil in der Wirtschaft wiedergefunden habe, die auch oftmals dann aber das System der Bundeswehr kopiert haben. Also ich habe da häufig, also gerade bei den größeren Unternehmen dann auch, also aus der Beratung raus, Personalleiter, die kamen alle aus dem Bundeswehrweg. Und diese Philosophie, ob du Siemens angeschaut hast, also ob du alle Großindustrien in Deutschland anschaust, heute jetzt nicht mehr ganz so sehr, aber so vor 20, 30 Jahren war da unheimlich viel aus dem militärischen Personalentwicklungsweg geprägt. Wow, hätte ich gar nicht gewusst, okay. Und was dann natürlich immer wieder in einem
Unternehmensalltag durchsickert, sich durchdringen kann, umgesetzt wird in der Vielfalt der Menschen, die du hast, das ist dann oftmals was anderes. Mhm. Aber was ich festgestellt habe danach, ich habe sehr viele Führungsweiterbildungen bekommen, in denen ich immer Methoden geschult bekommen habe dann danach und wie ich meine Mitarbeiter zu etwas bringe. Mhm. Ich habe ganz selten, und das waren immer die Geschichten, die ich mir selbst gezahlt habe, wo ich gar nicht im Unternehmen los gefragt habe, wo es um die Persönlichkeitsentwicklung ging. Und ich habe mir immer, und das war ein sehr früher Part, also als ich aus der Bundeswehr rauskam, so ist eigentlich schon kurz vorher, es hat mir, du brauchst Mentoren, die dich auf den Weg bringen, wenn du dich entwickeln willst. Mhm. Und da hatte ich einen guten Mentor, und der hat mir immer gesagt, nimm mindestens 10% von dem, was du verdienst, und investiere es in deine persönliche Weiterbildung. Ja, ja. Und das war für mich immer ein ganz zentraler Punkt, unabhängig auch zu sein von dem, was Unternehmen mir anbieten. Ja. So, und jetzt habe ich festgestellt, da gibt es so zwei Welten. Es gibt diese systemische Welt, die mir Gerüste gibt. Und es gibt die Persönlichkeitsentwicklung, auf die ich auf einmal auf meine, die ganzen weichen Faktoren und auf das Reflektierende komme. Mhm. So, und das war für mich der Part, was ich immer wieder festgestellt habe, warum möchte ich den Menschen, ob das jetzt Führungskräfte sind, also ich habe es ein bisschen weiter, alle, die sich beruflich sehr gerne engagieren, ob im Angestelltenverhältnis oder privat oder im selbstständigen Teil, also als Kleinunternehmer, als Solopreneur, wie auch immer. Klar, aber ich habe mehr mit den Unternehmen, aber alle diejenigen, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr als nur fachliches und methodisches Know-how, ich möchte eigentlich wissen, wie ich ticke. Und dieses Wissen, wie ich ticke, ist für mich die absolute Grundlage dafür, um zu verstehen, wie ich als Führungskraft wirke und wie ich wirken, also wie ich einmal wirke in dem sichtbaren, sehenden und in dem handelnden Teil. Ja, und das ist der Part, und da komme ich dann auch wieder über die Kulturlandkarten, mit denen ich gerne arbeite, den Menschen mal klar zu machen, wie ticken sie, wie tickt ihr Team, wie tickt ihre Organisation. Und da spielen verschiedene, du hattest, wie hieß er, Bahir, glaube ich, vorgestern? Ach so, ja, der Bahir, ja, Meme-Marketing. Der sich ja als Meme-Lord sah. Jetzt habe ich nicht ganz, weil ich habe ein bisschen später eingeschaltet, ich habe die ersten paar Minuten nicht mitgekriegt, ob er das Gleiche versteht unter Memen, wie ich unter Meme verstehe. Und die Meme, es ist ein Begriff, der letztendlich erst in den 70er Jahren geprägt worden ist, und zwar durch Richard Dawkins. Richard Dawkins heißt er, genau. Okay. Und der hatte das Thema das egoistische Gen, und der wollte endlich beschreiben, wir haben eine biologische Evolution, und die ist mit Genen ganz klar definiert, die in deiner DNA sind. Aber wir haben als Mensch, als Persönlichkeit und als auch als Organisation eine kulturelle Evolution. Und mit welchen Merkmalen beschreibe ich jetzt so eine kulturelle oder so eine persönliche Evolution? Und da ist er auf ein griechisches Wort gefallen, von dem er das Mem eben ableitet, also Gen auf der einen, Mem auf der anderen Seite. Und hat angefangen, ja, das darüber zu beschreiben. Und er hat auch da schon ein bisschen einen Bezug gehabt zu einer Entwicklung von Claire Graves. Claire Graves war ein amerikanischer Psychologe, und der hat eine Arbeit, also es ist gar kein festes System. Claire Graves hat eigentlich nie wirklich etwas komplett als System entwickelt, aber er hat unheimlich viele Gedankenentwicklungen gehabt. Und da kam er auf die Levels of Human Existence. Und diese Levels of Human Existence hat er 9 Level.
Mhm. Und bei diesen Level gibt es die Ich-Getriebenen und die Wir-Getriebenen. Mhm. Okay. So, wenn du jetzt als Führungskraft feststellst, wo bin ich? Bin ich eher jemand, der im Ich bin? Mhm. Meistens stark ausgeprägt in Sales-Organisationen. Mhm. Da hast du diese Einzelkämpfer, die diese Top-Leute, oh wow, und Power, lass mich vor, und ja, wenn du nicht nachkommst, ist mir doch egal, hauptsächlich an meine Stelle gesetzt. Hinter mir die Sintflut, ja. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich bin ja auch ehemaliger Sales Manager, also ich kenne auch diese Welt, ja. Du hattest es irgendwann mal erwähnt, genau. Ja, ja. So, und jetzt gibt es diese anderen, die findest du halt sehr stark, meistens in den sozialen Berufen, die diesen Wir-Gedanken haben. Mhm. In den unterschiedlichen Ausprägungen von Wir, Kuschel, Kuschel, Harmonie. Ja. Wir können kollektiv in gemeinsam wahnsinnig tolle Sachen entwickeln. Mhm, ja, das sehe ich als die bunte Welt des Marketings an, ja. Also so habe ich immer empfunden. Ja, genau. Okay. Und ja, und da gibt es eben verschiedene Entwicklungen dazu, mit dieser Kulturlandkarte zu arbeiten. Und ich bin vor vier Jahren, durch Zufall auch übers Internet, über LinkedIn, auf Dr. Simon Sagmeister gestoßen. Das ist ein dürfte jetzt so Ende 30er sein, würde ich jetzt mal sagen. Das sieht zumindest immer sehr frisch und jung aus. Und der hat das, was Graves da gemacht hat, was Richard Dawkins genommen hat, Covenant Back, genau. Covenant Back haben vor ein paar Jahren das Buch Spiral Dynamics gebracht und haben das, was Graves da beschrieben hat, auf einmal in einen Farbcode übersetzt. Aha. Und jetzt, warte mal, ich kann eines machen. Ich kann dir hier für unsere Zuschauer mal ganz kurz was einblenden. Jetzt bin ich mal ganz kurz weg, aber dann sehen sie, was ich meine. Und das ist jetzt eine Darstellung von Dr. Simon Sagmeister und seinem Culture Institute. Also der hat das Ganze nochmal hübscher in Formen gebracht und dann ja ein Arbeitssystem draus gemacht. Also nicht, dass sich linear entwickelt. Und du merkst, Graves hatte 9 Ebenen. Wir sind jetzt noch 7 und es liegt schlicht und ergreifend daran, dass die oberste und die unterste in seiner Ausprägung fast nie vorkommt. Mhm. Also warum kann man die außen vor lassen? Aber mit den Teilen kannst du zum Beispiel arbeiten und jede dieser Teile hat jetzt eine bestimmte Bedeutung. Du hast unten die violette Kultur, das ist so das Thema Sippschaft, also großes Wir-Gefühl. Du hast die blaue Kultur, die steht für Ordnung, also alles, was in Arbeitsanweisungen sich ergeht und in Checklisten, findest du blauen Ausprägung. Okay. In der grünen Kultur geht es um das Thema der Harmonie, des Miteinanders, also jetzt nicht der Teil, nur der Kuschelkurs, aber schon etwas, was gemeinsam in einem harmonischen Verhältnis laufen soll. Und oben in dem türkisen Bereich, in dieser Aquakultur, da ist das Thema systemisches Denken, Innovationen, Dinge nach vorne bringen. Okay. Und die du hier siehst, diese 4 auf der rechten Seite, das sind praktisch die, die das Wir-Gefühl darstellen. Mhm. Und jetzt hast du auf der anderen Seite die 3, die das, diese Ich-Kultur setzen. Und der rote unten, da steckt sehr viel Glaube dahinter. Und das ist dieses Stärke-Thema, Kampfgeist, ich zuerst, Impulsivität. Permanent irgendwo was tun, machen. Aber jetzt eine Struktur darin haben, weil ihnen das Blau abgeht. Ja, ja. So, die arbeiten sich irgendwann auf. Und die orange Kultur ist zum Beispiel dann dieses wettbewerbsbezogene, also auch so ein klassisches Sales-Thema, wenn ich dann noch gegeneinander pitche und agiere und arbeite. Und die gelbe, das ist schon wieder so eine Entwicklungsstufe, da geht es um das Thema Wissen, Denken, kritische Diskussionen und lauter solche Sachen. Okay. So, und wenn du dir jetzt klar bist, wie du bist, wie tickst du jetzt so ein bisschen auch als Mensch? Wie tickt dein Team? Und du kannst dieses System nehmen
Und das ist für mich immer das Wichtige gewesen bei der Führungskräfteentwicklung. Wenn die sagen, ja, wir müssen das machen, wir müssen das machen, wir müssen da und da hinkommen. Mhm. Dann sage ich, wie ist denn eure Zusammensetzung? Mhm. So, und dann geht mal einfach mal hin. Das kannst du wunderbar in Workshops machen. Das kannst du auch wunderbar online machen, weil ob du jetzt hier im Mural oder was einsetzt und dann einfach mal mit Karten arbeitest. Und das Tolle an diesem System, finde ich, und so wie es auch noch einmal der Simon Sagmeister weiterentwickelt hat, das bekommt auf einmal wirklich so eine Wertigkeit, weil es gibt kein das ist gut und das ist schlecht. Mhm. Es gibt nur immer im Kontext bezogen, das ist förderlich oder das ist weniger förderlich. Ja, ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Also, wenn du warst im Sales-Bereich, wenn du da jetzt eine sehr introvertierte Persönlichkeit hast, dann wird die wahrscheinlich im Sales jetzt nicht so richtig performen. Außer du schickst sie genau in den Kulturkreis, der sehr introvertiert ist und wo die wieder einen Andockpunkt finden. Mhm. So, wenn du aber jetzt jemanden sehr lauten hast, der sehr ich-bezogen unterwegs ist, dann wird der in einer eher stillen Organisation, die sehr darauf bedacht ist, alles fünfmal zu durchdenken, nochmal mehr festzuschreiben, da wird der nicht performen können. Mhm. Ja, ja, okay. Ja, so. Und ich hole mich mal wieder zurück. Mhm. Ja, und wenn du jetzt hergehst und feststellst, wie sind wir ausgeprägt? Und was jetzt auf dem Bild so nicht erkennbar war, du gibst diesen 7 Memfeldern eben die einzelnen Qualitäten. Also wie sind sie ausgeprägt? Wodurch kennzeichnen sie sich? Und dann bekommen die eine gewisse Größe. Also das heißt, die können schrumpfen oder wachsen. Und dann merke ich, wenn ich dann dieses Bild habe, wo stehe ich heute? Und gerade Unternehmen, die jetzt in die Entwicklung gehen und die sagen, ja, wir wollen transformieren, wir wollen das und das erreichen, wir wollen unsere Führungskräfte da und dahin entwickeln, die müssen sich erstmal klar werden, wie sieht denn eigentlich unsere heutige Kulturlandschaft aus? Ja, ja. Und Kultur entsteht halt immer schlicht und ergreifend durch das Setzen von Spuren. Wenn ich jetzt Führung habe, die sagt, wir wollen gemeinsam miteinander arbeiten, wir wollen transparent sein, dann aber trotzdem alle möglichen Informationen im Hintergrund selber vermauscheln, ohne den Rest mit einzubeziehen. Oh ja. Kennst du, hast du, glaube ich, auch erlebt. Du bist damals, glaube ich, auch von einem dieser Unternehmen dann geflüchtet. Ja. Ja. So, dann merkst du auf einmal, das kann nichts werden. Also zumindest jetzt haben wir noch nicht die Voraussetzung. Und jetzt gehst du den zweiten Schritt. Jetzt hast du mal den Ist-Zustand sozusagen dir bewusst gemacht, du merkst jetzt, wie sind wir denn ausgeprägt? Und dann gehst du her und sagst, was bräuchten wir als Team, als Bereich, Abteilung, als Organisation, als Standort, was auch immer du anschaust, um unser Ergebnis zu erreichen? Und wie soll dieses Ergebnis aussehen? So, und wenn ich dieses Ergebnis dann beschrieben habe, dann merke ich, okay, wir bräuchten an der einen Stelle vielleicht mehr Mut. Wir bräuchten an der anderen Stelle auch den Mut, mehr Freiheit, nicht alles genau festzuschreiben, sondern die Spielräume auszuweiten. Oh ja, wäre ich ein großer Fan davon, ja. Also das heißt, auf einmal verändert sich zum Beispiel das blaue Feld und auch das orange Feld, weil auf einmal stellt man vielleicht fest, dass der Wettbewerb intern gar nicht so förderlich ist, weil er mehr das Abschottungsdenken fördert. Wenn der Wettbewerb dazu führt, dass viele neue Lösungen rauskommen, die man dann wieder zur Diskussion stellen kann, dann könnte es sein, dass man auch den Wettbewerbsgedanken ein bisschen mehr den sportiven Geist fördern sollte. So, und das sind dann diese Bausteine. Und dann merkst du auf einmal, okay, wir haben ein Startbild und wir haben ein Zielbild. Und dann kann man einen Plan machen, eine Roadmap aufbauen, wie man mit den Dingen umgeht. Was müsste in die Mitarbeiterentwicklung gesteckt werden? Was müsste in den Organisationsrahmen gepackt werden?
Und du kannst mit dieser Kulturlandschaft zum Beispiel auch eine Besprechung skizzieren. Wie ist denn unsere Besprechungs- und Meetingkultur? Ja, Wahnsinn, ja. Mhm. Urgut. Wir haben da eine Frage reingekriegt. Ich blende sie kurz ein, vom Andreas. Würdest du sagen, der Farblehre des Struktogramms? Ja, ich glaube, die Struktogramm wurde auch genau auf diesem Thema, was das Graves-Modell beinhaltet. Also da bauen mittlerweile viele Sachen auf. Und der Frederic Laloux, da glaube ich, geht das Struktogramm ja jetzt auch wieder hin, hat eben in seinem Reinventing Organizations auch das Ganze in den Organisationskontext gebracht. Also der geht auch wieder auf das Graves-Modell und auf die Farblehren hin, die eben Coven und Beck dann dazu gebaut haben. Mhm. Also ja, also auch in Frederic Laloux oder Ken Wilber mit seiner Integral Theory, die gehen alle auf dieses System. Mhm. Und in dem Moment, wo du diese Farbcodes irgendwo siehst und die in einem gewissen ja aufsteigenden Teil, also diese Y-Achse, ist immer der Teil der Evolution. Also wie evolutionär ist ein Unternehmen? Unten ist es eher Besitzstandswahn und je weiter du hochkommst, desto beweglicher, desto innovativer ist es. Mhm. Und ja, und das und die X-Achse ist eben die Ausprägung in dem Thema individualistisch oder kollektivistisch. Mhm. Okay. Genau das, also hat es die Frage beantwortet? Andreas, kannst du ruhig dazu schreiben, ja oder nein? Dann kennen wir uns stimmt. aus. Hier funkt es mit dem Nicke in die Kamera nicht, weil wir dich ja nur bekommen. Ja, nein, falls er nein schreibt, gehen wir noch einmal drauf ein, aber ich würde gerne ein bisschen eben weitermachen. Ja. Speziell, also es ist vielleicht nicht so eine wichtige Frage, aber es interessiert mich sehr. Hast du denn spezielle Branchen zum Beispiel, wo du sagst, wo du unterstützend hilfst, so eine Zielbranche, wo du eher, also stärker aktiv bist, oder hilfst du generell in allen, wo du sagst, da kommt eine Anfrage rein, wo du auch wirklich helfen kannst? Ja, nein, ja. Okay. Ich bin damals, wo ich gesagt hatte, ich habe die ersten Service- und Callcenter aufgebaut. Mhm. Irgendwie bin ich in diesem Kundenservice-Bereich sehr stark hängen geblieben. Und zwar, weil ich damals feststellte, wir haben auf der einen Seite immer nur über Produkte gesprochen und da kam ich auf einmal wieder mit den Menschen in Berührung. Es war damals wieder sehr people-getriebenes Thema. Und von daher, ja, habe ich auch durch meine Verbandstätigkeit, ich war ja 15 Jahre im Vorstand vom Deutschen Branchenverband, den ich auch noch in den Lobbybereich gebracht hatte damals, ist Callcenter, Service Center, Customer Experience, alles, was man heute so unter diesen ganzen Bereichen sieht, ist schon eine Kernbranche in Kompetenz, weil ich da auch ungefähr weiß, wie die Menschen ticken. Das sehr heterogen zusammengesetzte Felder meistens, also oftmals ganz anders als in vielen anderen Branchen, die sehr klare Ausbildungswege haben. Aber trotzdem, ich bin mittlerweile auch irgendwann in den Industriebereich reingekommen, wo ich meistens die Finger alleine von weg gelassen habe. Da habe ich mir immer dann Kollegen dazu genommen, ist in dem Moment, wo es an die Produktionsstraße in die Werkhalle ging. Schlicht und ergreifend aus einem Grund, ich habe die Sprache dieser Leute nicht inhaliert. Ich war immer in diesen Bereichen, die so in den Büroräumen sitzen. Also ob das jetzt Administration oder die Service-Center, die ja auch sehr produktionsorientiert sind, aber eben nicht im Fett, im Öl, im lauten Maschinenpark oder sonst wo unterwegs sind. Und da habe ich einfach gemerkt, für mich, ich kann mir das anhören, ich kann sehr gut die Energien aufnehmen und spiegeln. Ich merke aber, dass ich manchmal mit der Rauheit oder Knackigkeit der Sprache da herrscht, die ist einfach etwas deftiger und herber, als wir sie so im allgemeinen Büroalltag haben. Da versuchen wir ja immer etwas, ja, kultiviert zu sein, was aber eigentlich ein Fehlbegriff ist, weil auch die in der Werkhalle sind sehr kultiviert. Aber ja, ja, natürlich. Ja. Die haben eine andere Energie, mit der sie eben ihre Arbeit angehen. Also ja,
ich mache alle Branchen, aber wenn es in der Branche ganz speziell jetzt darum geht, jetzt arbeite mal mit den Werksteams da unten oder so, dann hole ich mir jemanden dazu, der da wirklich auch zu Hause ist. Genau, ja, also als Unterstützungshilfe. Ja, das wäre eben eine zweite Frage eben gewesen, aber das hast du eh schon beantwortet, ob du eben allein arbeitest oder eben eine Taskforce hast. Und ja, genau, genau. Ja, also ich habe feste Mitarbeiter. Ah, das ihr auch. Okay, okay. Ich habe ein Team mit 5 Beratern im Endeffekt, die sich aus dem Organisationsfeld, die jetzt nicht ganz so stark im Daoismus in den manchen dieser Themen drin sind, die aber sehr stark aus der Organisationsprägung und Entwicklung kommen. In dem Thema Management, da sind auch jetzt mittlerweile Leute dabei, die vom klassischen Projektmeister auch das Thema Scrum Master und so weiter gemacht haben, um sich auch in dieser Welt jetzt ganz anders oder vor vielen Jahren schon neu zu positionieren. Dann habe ich noch 2 Halbtageskräfte, die irgendwann mal, die beides ehemalige Mitarbeiterinnen von mir waren. Bankenwesen, die dann Mutter geworden sind, Familie gegründet haben und damals konnte die Bank irgendwie mit Teilzeitkräften überhaupt nichts mehr anfangen, nach dem Motto, wie kriegen wir die unter? Und oh Mann. Die fingen dann irgendwann bei mir an, die waren nie irgendwo bei mir im Büro, die haben immer von zu Hause gearbeitet. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer schon die freien Organisationen gehabt. Ja, und dann habe ich noch, mittlerweile sind es so um die 14 Leute, die ich sage, die sind so zum festen Netzwerkstamm geworden. Ob das IT-Themen sind, die behandelt werden müssen, ob das eben, wie gesagt, aus der Produktion Themen sind, aus manchmal auch aus verschiedenen anderen Branchenbereichen. Ja, ich bin auch viel im Automotive-Bereich unterwegs, kenne mich da auch im Aviation-Bereich Teile. Aber da gibt es eben auch noch Leute, die fast ausschließlich in diesem Teil unterwegs sind. Und je nachdem, wie ein Projekt gebraucht wird oder wie ein Auftrag gebraucht wird, weil ich mache gar keine klassischen Projekte mehr, sondern wir machen Begleitung. Ja. Wir begleiten im Endeffekt, wir kommen jetzt nicht und sagen, wie musst du es machen, sondern eben über diese Kulturmap, wir kommen über einen Methodenkasten, um die Kraft und das, was im Unternehmen an Wissen ist, an die Oberfläche zu fördern und den Leuten ja diesen Mut und die Fähigkeit wieder zur Selbstentwicklung zurückzugeben, die oftmals ein bisschen eingeschränkt ist in den Unternehmen. Ja, okay. Wow, ja, alles klar, kenne ich aus. Also meine Abschlussfrage wäre so an dich jetzt, Manfred. Was wünschst du dir für die Zukunft, beziehungsweise was ist dein Big Picture für, weiß nicht, die nächsten 5 Jahre? Hast du da einen Plan schon ausarbeitet oder eine Vision, die du dir schon vorstellen kannst? Und ja, wie geht's weiter bei dir? Also für mich, ich habe vor 2,5 Jahren noch mit einer Kollegin zusammen ein Unternehmen gegründet. Das geht um das Thema die Shuhari, da geht es um das Thema Lebensbalance. Und das ist genau der Part, in dem das ganze Thema immer sukzessive mehr weitergeht. Also ich bin bei der Führungskräfteentwicklung. Ich bin eben auch bei der Führungskräfteentwicklung, um festzustellen, gerade jetzt Corona und die Pandemiephase hat alle Mitarbeiter extrem belastet, aber Führungskräfte teilweise noch mal härter. Und die psychischen Belastungen, die da drin hängen. Und ich habe auch an der Stelle, ich habe jedes Jahr mindestens 20 bis 25 eigene Weiterbildungstage. Also, und ich habe Ausbildung, ich habe Coach-Ausbildung, ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe durch meine Reisen auf der Welt sehr viel eben auch aus diesem asiatischen Bereich, aus den fernöstlichen Philosophien aufgenommen. Ich war dort auch in Ashrams. Ich habe mich mit Gurus, von Gurus leiten lassen. Ich habe auch heute, ich habe auch meine Meditationslehrerin. So, das sind alles Quellen, aus denen ich das Ganze bearbeite und die ich einfließen lasse, dort, was, wo, wie passt. Und das ist meine Vision, was auch in ein Gesellschaftsbild geht. Wir können, so wie wir momentan arbeiten, und wir haben ein sehr technokratisches und ein technologisch getriebenes Weltbild. Also auch unsere Sprache geht immer auf den Menschen, wir müssen funktionieren, die Zahnräder müssen ineinander greifen, das muss richtig geschmiert sein, die Datenautobahnen, die Programme. So,
aber wir sind ein Organismus. Und wir konstruieren uns nicht und wir können nicht Einzelteildauern in uns austauschen, sondern wir können nur kultivieren als Ganzes. Ja. Und in dem Moment, das ist eben meine Vision, zu sagen, okay, mit dem Teil, wenn immer mehr Menschen zu sich, zu ihrem Kern finden, natürlich eine Leistung auch für die Gesellschaft bringen, dann werden wir irgendwo an den Punkt kommen, dass es nicht mehr um dieses dauernde Wachstum geht, sondern dass Wachstum eine qualitative Komponente bekommt und keine nur noch quantitative. Denn der Planet und alles, was wir haben, ist sehr endlich. Und wenn wir so weitermachen, das wissen wir heute, wir wissen es, aber wir kriegen es nicht in unsere Birne, unser System, unser internes Antriebssystem davon zu lösen. Denn was wollen wir denn mit noch mehr Klamotten, die wir im zweiwöchigen Rhythmus auf den Müll schmeißen? Was wollen wir mit dem ganzen materiellen Kram machen, wenn wir, und da schaue ich überall hin, ausgebrannte, leere Gestalten haben, die nur hinter irgendwelchen Dingen herlaufen, weil sie glauben, dass es sie glücklich macht, die aber ihre Gesundheit dafür opfern permanent. Es gibt diesen Weg, eben in der Balance zu sein. Und Balance ist nichts Statisches. Balance ist was unheimlich toll Dynamisches. Und dahin zu kommen, zu sagen, so, wenn jeder da ein Stückchen mehr angeht, dann werden wir einfach eine andere Welt haben. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, perfekt. Perfekte Abschlussworte. Auf jeden Fall. Danke, danke, Manfred. Ich habe noch eins. Ich habe eins, dass ich den allen Teilnehmern, die jetzt das Ganze so gehört haben, dass ich auch immer bei meinen, also beim Großteil meiner Präsentationen und Vorträge als Schlussfolie habe, die habe ich hier vorbereitet, weil das wirkt als Bild. Das bitte setzen lassen. Ich bin gleich wieder zurück. Okay. ja. Denn wer mit der Herde geht, kann nur den Ärschen folgen. Also drum, werdet kritisch, hört und seht alles, aber glaubt nicht immer alles. Seid aber intelligent genug, Dinge zu hinterfragen. Ihr dürft eure eigene Meinung haben, aber bitte, es gibt nur eine Faktenlage und nicht alternative Fakten. Okay, wow. Danke, Manfred. Danke, danke, dass du hier warst. Und danke natürlich an alle Zuseher, die da jetzt mitgeschaut haben. also auf jeden Fall alles, alles Gute, Manfred. Ich hoffe, wir lesen und hören noch ganz, ganz viel von dir und folgt ihm. Ich weiß nicht immer nie, welche Richtung die richtige ist, aber folgt ihm für mehr Infos dazu. Und bis bald und Baba und ja, gute Nacht und schönes Wochenende von diesem Freitag. Und dir alles Gute bei deinen weiteren Live-Meetings und vor allem auf deinem Weg, denn du hast dich ja hier auch zu einer Expertin im Bereich LinkedIn und das ist ein Thema, das möchte ich auch allen gerne nochmal ans Herz legen. Das geht nicht nur an die Selbstständigen, auch wenn du im Angestelltenverhältnis bist. Geh mal auf Emily zu, denn dein Profil kann ein Update vertragen. Meins übrigens auch, aber darüber rede ich danach. Genau, mach mal. Supi, supi. Dann Baba, bis bald und ja, tschüssi. Ciao.